So, du willst deine Tweets löschen, aber die ganzen Twitter-Tools erlauben nicht massenhaftes Löschen. Das will natürlich Twitter oder eben X nicht. Ich bin in Threads auf diesen Thread gestoßen, wo René Hesse, kenne ich nicht, sagt, hey, es geht los. 85.000 Tweets werden gelöscht. JC Frick fragt wie und dann gibt's den Link zu diesem Video How to Delete All Your Tweets for Free und darin erklärt Luca Hammer, danke vielmal Luca, wie man das macht mit einem Script. Also den Link zu diesem Video werde ich hier unten in den Kommentaren lassen und auch wenn du kein Englisch verstehst. Ja, grundsätzlich ist es so, du gehst hier auf X in deine Einstellungen und zwar Download an Archive of Your Data, also ein Export machen von all deinen Tweets. Und das kannst du mit diesem blauen Button hier tun, wenn du das nicht schon getan hast. Das ist erster Schritt, solltest du jetzt tun, weil das geht 1 bis 2 Tage, bis du dann ein ZIP-File erhältst mit deinen ganzen Twitter-Daten. Das wird nämlich dann gebraucht, daraus ein File mit den Links zu all deinen Tweets. Diese Links sind, wie gesagt, auf dem Video von Luca Hammer zu finden. Holst du dieses Skript von Luca? Am einfachsten geht das, wenn du hier klickst auf Raw und dann Command oder Control A für alles, Command oder Control C, um das zu kopieren. Okay? Dann gehst du zum Beispiel auf Twitter Startseite und je nach Browser öffnest du dann die More Tools, Developer Tools und gehst hier dann auf Console. Und paste das ganze Skript hier rein und gehst hier runter und Enter. Dann hast du hier oben dieses blaue Band und hier drin kannst du aus deinem Twitter-Archiv, wenn du es entzippt hast, hast du eine Struktur mit diesen Foldern, gehst du in Data rein und suchst hier nach dem File tweetheaders.js und klickst Open und dann fängt es direkt an zu rattern und löscht deine ganzen Tweets, zumindest die, die in diesem Exportfile drin sind. Mein Exportfile ist von Ende 2022, das heißt, alles, was ich seither getweetet habe, wird nicht gelöscht. Okay. Ich musste übrigens noch, bevor ich das pasten konnte hier, fragte es mich zuerst, kam eine Warnmeldung und ich musste eintippen, allow pasting, damit das erlaubt war, weil man kann sich vorstellen, ja, diese Browser wollen nicht, dass wir irgendwelche Scripts hier reinpasten, weil diese Scripts haben dann Zugriff auf die Inhalte dieser Seite und da musst du schon ein bisschen auch das Hirn mit anhaben, wenn du da JavaScript rein pepst. Okay? Also wirklich nur Code von vertrauten Quellen da rein peppen, vielleicht auch alles durchschauen, wenn du willst, um zu validieren, dass es nicht irgendwie deine Tweets dann jemand anderem schickt. Aber im Prinzip geht das so. Und jetzt ist es bei mir dran und hat schon 11.780 Tweets deleted. Im Moment ist wirklich eine gute Gelegenheit, um da ein bisschen Daten wegzuwischen von den Twitter-Servern. Was denkst du dazu? Machst du das auch? Hast du das schon? Oder deaktivierst du einfach deinen Kanal? Mir ist sympathischer, wenn ich wirklich die Inhalte wegnehmen kann und ob ich dann meinen Kanal ganz lösche, wahrscheinlich eher nicht, weil ich nicht will, dass sonst jemand das nimmt, meinen Namen nimmt
aber mir ist recht, wenn das leer wird. Okay, see you soon im nächsten Video. Gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Bye bye!